Die sieht wieder nett aus. Also die sieht nicht aus wie die Dämonen. Löwe? Stehst im Weg? Zwei Eulen? Ich glaube, die ist nett. Was passiert, wenn ich in dieses Loch falle? Wir gehen erstmal die Lampe anmachen. So wie es vorher bestimmt war, wir gehen die Lampen anmachen. Wir haben Benzin, wir machen das jetzt. Ihr wisst ja, Neugier ist der Katze tot. Ich wünschte, sie könnte ein bisschen schneller laufen. Aber sie geht halt wirklich in Zeitlupe. Kitty, Hallöchen, schön, dass du da bist. Wie geht's? Süppi, wie hast du denn hierher gefunden, wenn ich fragen darf und falls noch nicht gefragt wurde? Ich habe das Benzin. Das hier ist generell kein guter Standort, aber man kann sich sicher einigermaßen verteidigen. Auch ein bisschen Kapuzki aus. Ich will dir eigentlich schon länger folgen. Ach so. Du kennst mich schon. Aber jetzt folgst du mir. Jetzt ist alles gut. Eric, du kennst mich mal mit daher. Den Kanistern. Stimmt, dein Name kommt mir bekannt vor, Süppi. Jetzt, wo du es sagst. Endlich haben wir auch mal Glück. Schön, dass du hier bist. Wie geht's deinem Bein? Bein. Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Nicht. Das war meine Schuld. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Der Unfall war nicht deine Schuld. Na komm, packen wir es an. Einbildung. Lia Luna, gute Nacht. Danke, dass du so lange da warst. Hilfe? Drei Tropfen. Ich auch mal so. Scheiße. Es hat ein Leck. Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Ich hab Klebeband. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Ich habe Klebeband. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Ich habe Klebeband. Das habe ich ihm schon vorweggenommen. Hast du's? Ich hab's. Und Nice Süppchen sagt mir tatsächlich was. Was du am Stützpunkt meintest, du irrst dich. Ich irre mich selten. Du meintest, nichts hätte sich geändert. Ich habe mich geändert. Wir waren getrennt, aber ich musste trotzdem ständig an dich denken. Ja, aber sie hat sich weiterentwickelt. Geht es dir nicht auch so? Nein. Du hast jetzt jemanden. Ein bisschen. Wie ich schon sagte, der Unfall war der Todesstoß für unsere Beziehung. So ist es halt. Ich sehe das wirklich nicht so. Dann sind wir eben anderer Meinung. Anstatt dass sie ihm einfach sagt. Ja doch, die zwei sind verheiratet, aber... Mit den Schlauch. Sie haben sich wohl getrennt vor einem Jahr. Und sie hat sich weiterentwickelt und neu verliebt. Hilf mir mal mit der Platte. Die sehen echt schlimm aus. Oh, kaputt. Mm. Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Und doch kommt es mir so vor wie gestern. Warum haben wir nicht gekämpft? Hab ich. Aber du hast es mir echt schwer gemacht. Wir hätten kämpfen sollen. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalos beschäftigt.
Was anderes gab's nicht. Hm. Deine Arbeit ist wichtiger als wir. Wir hätten nicht wissen können, wie wichtig sie wirklich ist. Rach. Na komm, spuck's aus. Du fehlst mir, Rach. Ob du's glaubst oder nicht. Ach, Manu. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt? Überhaupt nicht mehr. Nein. Das war mal, Eric. Wir müssen das hinter uns lassen und nach vorn blicken. Andernfalls drehen wir uns nur im Kreis, Eric. Ich freue mich auf die Zukunft. Mann, sie hat jemanden. Hör doch auf so hart. Das sollte klappen. Werfen wir ihn an. Das ist so frustrierend. Er tut mir ja auch leid. Warum sagt sie ihm denn nicht, dass sie längst neu verliebt ist? Aber hey, es wurde Licht. Wir haben Strom. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Ah ja, da war ja was. Wir müssen da durch. Den anderen Weg. Hier lang. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ich hoffe, es war kein Fehler. Oh shit, oh shit, oh shit. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schnell. Gehen wir. So, entschuldigt. Controller war der Meinung, dann einfach mal kurz sterben zu müssen. Diese Viecher. Eric, sieh dir das an. Funktioniert das noch? Probieren wir es doch mal aus. Was für ein Bandsalat. Geht schon, das kriege ich hin. Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Ich trage ihn. Ich trage ihn am Herzen. Junge, hör doch auf. Seit ich dich verlassen habe. Es war vorbei, Eric.
Er macht es mir so schwer, Chat. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Ich will dich zurück, Rach. Wir ziehen es knallhart durch. Du musst loslassen. Ich habe einen anderen. War klar. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Wie unbeeindruckt er einfach ist. Er verzieht kein Gesicht. Hallo? Scheiße. Als ob der auf uns schießt. Ach, als ob es der Typ ist. Den kann ich übrigens auch nicht leiden. Vielleicht hat das Vieh in der Höhle ja noch Hunger. Verdammt, was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. An alle, hier spricht King! Bitte melden, bitte melden! Unter Beschuss kann mich jemand hören! Over! Das ist Rachel! King, hier ist Mainland 21 Actual. Wiederholen, over! King, hier ist Mainland 21 Actual. Hören Sie mich, over! Fuck! Jetzt sind wir wieder im Abgrund. Kann hier auch nichts einfach sein? Oh, das ist doch bestimmt porös. Das sieht uralt aus. Ja. Das oder nichts. Siehst du ihn? Ja, er kommt. Shit. Los. Oh, wenn das schief geht, Leute. Ich sehe schon wieder... Den nächsten sterben. Ich sollte nicht in den Chat gucken bei solchen Sachen. Quicktime ist ganz blöde Idee für mich. Rachel, halt dich an was fest! Ich sehe nichts. Zu dunkel. Komm schon. Fuck! Verdammt, Rachel, halt endlich still! Tut mir so leid, Rachel. Tut mir so leid. Du schneidest sie nicht ab. Nein! Nein!
Nein. Nee. Nein. Einfach nein. Wir haben gesehen, dass sie beide abstürzen. Ich kann sie nicht abschneiden. Ich kann sie... es muss doch eine Möglichkeit geben, beide zu retten. Alter. Nein, wir schneiden sie nicht ab. 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 Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. I believe in you. Colonel, Moment. Nein, 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 nein. Nein! Rachel! Aber es ist anders gelaufen als in der Vorhersage. Es ist anders gelaufen als in der Vorhersage. Sie könnte das überlebt haben. Wichtig ist, dass er nicht abstürzt und aufgespießt wird, glaube ich. In welchen Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Arme Rachel, verloren in der Dunkelheit. Muss ja nicht tot sein. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder, aber stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft ihr doch nur jeder für sich selbst? Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und hatte er verdient. Ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Okay. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der hinausführt ins Licht. Wir sollen es also nicht einfach machen. Wir sollen auf jeden Fall den umständlichen Weg gehen. Wo ist Rachel? Wo ist die? Rachel! Also, könnte man so interpretieren. Was ist mit Rachel? Der Feind hat uns aufgelauert. Er hat auf uns geschossen und... Rachel... Sie ist gefallen. Ich hielt sie. Du wolltest sie zweimal abschneiden. Ich hielt sie, solange ich konnte. Du wolltest sie zweimal losschneiden. Wir müssen weg. Wir sind ein leichtes Ziel. Rückzug antreten. Schnell. Da drüben. Gehen wir. Er wollte sie zweimal losschneiden. Zweimal. Ich hielt sie. Unmöglich. Warum zwischendurch ist der dann wieder so teilnahmslos? Langsam. Er könnte noch hier sein. Ehrlich, Colonel, die Iraker sind unser kleinstes Problem. Er hat eine Waffe. Der ist nicht euer kleinstes Problem. Sie folgen uns nicht. Hier spricht Mailman 21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over. Ja, wie tschüssi.
Joey, melde dich, over! Joey ist tot. Wovon redest du, verdammt? Die Iraker haben ihn erwischt. Er starb in meinen Armen. Oh nein, nicht Joey. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Wir müssen uns hier einbunkern, eine Verteidigungslinie errichten und uns etwas Platz zum Atmen schaffen. Lieutenant, was meinten Sie damit, dass die Iraker unser kleinstes Problem sind? Glauben Sie an Gott? Absolut nicht. Danke, danke. Sollten Sie aber. Wir werden angegriffen von... Ich weiß nicht was. Sie würden es mir ja doch nicht glauben. Ich war dort und glaub's auch nicht. Monster. Monster. Kommen Sie. Sie sehen Gespenster. Sir, bei allem Respekt... Lieutenant, wir stecken mit einem Iraker fest. Vielleicht mehreren. Was Sie gesehen haben wollen, das ist Mist. Die Statuen. Nick! Speicher's ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot. Die Mission ist ein Flop. Das kriege ich hin. Der Satellit. Ich verbessere mit den Daten mal den Algorithmus. Das sind nur Kinderkrankheiten. I'm sorry. Ihr Drecksatellit! Männer sind tot! Clarice ist weg, ihre Frau ist tot, Eric! Diese Mission ist Selbstmord. Hey, das Kommando hab immer noch ich. Vergessen Sie Ihren Rang nicht, Lieutenant. Apropos, Ihre Frau ist tot. Was sagt Nick dazu? Das ist allein Ihre Schuld. Retten Sie uns den Arsch. Was war das gerade? Dachte ich's mir. Hä? Was für eine komische Sprechpause. Bis später. Sie bewachen den Eingang. Wir sehen uns das an. Nick bleibt so völlig cool. Also wenn jetzt die Rachel meine Freundin gewesen wäre. Ja? Wenn die Rachel meine Freundin gewesen wäre und mir würde jemand sagen, ja, die ist da abgestürzt, die ist halt tot, dann würde ich nicht so cool da bleiben. Dann wäre längst aufgeflogen, dass ich was mit ihr hatte. Dann würde ich Rotz und Wasser heulen, dann wäre meine Welt zu Ende. Und er so, ja. Ich überlege gerade, ob es richtig war, unserem Noch-Ehemann keine zweite Chance zu geben. Ich habe deswegen so entschieden, weil sie halt in diesem einen Raum meinte, ach Nick, hoffentlich geht es dir gut. Und ich dachte so, okay, sie empfindet wirklich stark für ihn. Also sind wir mal resolut und geben unserem Noch-Ehemann einen Korb. Sonst hätte ich mich vielleicht bequatschen lassen. Aber seine Reaktion hier ist gerade so, ich weiß nicht, ob ich das so wegstecken könnte. Repariere den Generator. Oh, ich bin der Dude. Natürlich, und ich kann wieder als Einziger den Generator reparieren, oder was? Ist nichts weiter. Das soll also Saddams Chemiewaffendepot sein. Ich glaube, darüber sind wir längst Kauft hinweg. Kauft um euer Leben, wir sind verloren. So viel zu Erics protegiertem thermischen Satellitensystem. Eric muss uns ein paar schwierige Fragen beantworten. In seine Haut will ich nicht stecken. Ist das derselbe Raum? Ist derselbe Raum. Da ist der Generator. Sehen wir mal nach. Könnte Hilfe gebrauchen. Schon dabei. Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Sabotage? Scheint so. Halte Ausschau. Vielleicht mag dieses Fledermaus-Ding kein Licht. Vielleicht hat es empfindliche Augen. Oh. Wer ist das? Ah, shit! Schluss mit dem Quatsch, beeil dich! Sieht das hier etwa noch Quatsch aus? Gute Arbeit, Sergeant. Tada! Augen auf.
Dropkick hier, Mailman 2-1 Actual. Wir gehen weiter rein. Over. Verstanden. Vorsichtig da unten. Dropkick out. Verzweigung. Wo führen die Kabel hin? Okay, er will den Kabeln folgen. Aber ich möchte mir natürlich auch die anderen Räume anschauen. Was denkst du? Forscher? Ja, ich denke schon. Wer ist die Person? Ich bin mir ziemlich sicher, das haben keine Forscher gegraben. Götter der Sumera von Franklin Leavitt. Veröffentlicht von Napier Brothers. Jetzt geht das wieder los. Für immer nur noch Staub fressen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Entschuldigung. Lamastu war eine schreckliche Dämonin, eine Kindermörderin, die sich am Blut und Fleisch der Menschen labte. Sie wird meist als haariges Monster mit Löwenkopf und Vogelfüßen dargestellt, oftmals auf dem Esel kniend, mit einer Schlange in jeder Hand und einem Hund und einem Ferkel säugend an ihren Brüsten. Das ist sehr kreativ. Lamastu trug 7 Namen und wurde in Beschwörungen als die 7 Hexen bezeichnet. Sie wurde für viele Gräueltaten verantwortlich gemacht. Es hieß, sie bringe Albträume, vergiftete Flüsse und sei eine Vorbotin von Hunger und Pest. Abbildung 4. Gürtelschnalle gefunden im Grab eines arkadischen Priesters. Abbildung 4a. Detail einer Gürtelschnalle. Lamastu war die Tochter des arkadischen Himmelsgottes An, dem Vater von Göttern und Dämonen und dem Gott der irdischen Könige. An wurde von den Arkadern meist mit einem gehörnten Kopfschmuck abgebildet, wohingegen die Sumerer ihn als großen Stier darstellten. In der Religion Mesopotamiens wurden Stiere oft als Symbol der Stärke angesehen, ein Glaube, der an spätere Kulturen des Mittelmeers und Nahen Ostens weitergegeben wurde. Für griechische Philosophen waren die Hörner des Stiers ein Symbol für die Hörner eines Dilemmas. Eine unmögliche Wahl ohne richtige Antwort. Die sumerischen Götter boten den Sumerern jedenfalls keine richtigen Antworten, denn sie waren gleichzeitig gütig und grausam, erhaben und kleinlich, fehlbar und unangefochten. Geheimnis gefunden. Wehe dem armen Wicht, der mit wenig begraben wurde. Sein Leben nach dem Tode würde schäbig und dürftig sein, und jene, die nicht begraben wurden, hörten nach dem Tode einfach auf zu existieren. Das Grab war also das Tor zur Unterwelt, und die Menschen in Mesopotamien, von den Sumerern bis hin zu den Akkadern, wurden unter ihrem Zuhause oder in dessen Nähe begraben. Die Wohlsituierten bauten zu diesem Zweck sogar Kapellen oder Schreine. Einmal begraben, reiste die Seele eines Sumerers zum Zagros-Gebirge. Im Osten, wo sich der Sonnengott Utu jeden Morgen erhob. Hier befand sich der Eingang zur Unterwelt, wo Utu während der Nacht ruhte. Eine Treppe führte vom Eingang durch die 7 Tore. Die Katakomben? Die jüngst verstorbene Seele begegnete dem Gott Neti, dem Torhüter, der jedes einzelne der 7 Tore entriegelte und der Seele nach und nach die Opfergaben abnahm, bis sie nackt und machtlos in der Unterwelt ankam. Tempel erbaut über den Toren zur Unterwelt? Fragezeichen. An der Schwelle traf die Seele auf Eriskigal, Göttin und Herrscherin über die Unterwelt, die ihren Tod erklärte. Die Schreiberin Gestinana hielt ihren Namen fest. Hier gab es weder Belohnungen noch eine Strafe, sondern die Toten lebten entsprechend ihrer Opfergaben an die Götter. Die Reichen hatten es gut und die Armen litten. Das ist irgendwie unfair. Die, die nichts hatten, haben auch im Tode nichts und die immer was hatten, sind auch im Tode noch gut dran. Das ist ungerecht. Dann doch lieber Christentum. Beispiel einer typischen Votivstatue. Diese Statuen können verschiedene Formen haben und stellen häufig nicht Götter selbst dar, sondern jene, die diese Götter anbeten. Halt, stopp, warte, war ich fertig? War ich fertig? War ich fertig? Ich muss mir das Buch nochmal angucken. Weiß nicht, ob ich fertig geblättert hatte. Ja. Erst nach unten scrollen, bevor ich blättern kann, das ist auch interessant. Blättern. Ah, okay. Nee, das war's wirklich. Das war's. Ich hab's verstanden. Leg die weg.